Was wäre, wenn der Ältestenrat wüsste, dass Deponia bewohnbar ist? Ich weiß es nicht. Ein Teil von mir hat immer geglaubt, sie würden die Sprengung abblasen. Aber das war die naive Goal. Warum passiert das alles jetzt? Elysium wurde nicht konzipiert, um ewig in der Atmosphäre zu schweben. Der Organon hat Jahrzehnte gebraucht, um die nötigen Sprengtürme zu bauen. Sie sind um den ganzen Planeten verteilt. Nun ist alles bereit. Ulysses Leute haben den Zeitplan eingehalten. Elysium muss jetzt starten. Andernfalls wird es auf den Planeten zurückfallen. Okay, ich glaube, ich habe alles verstanden. Aber... Was aber? Aber es muss doch einen Weg geben. Es gibt sogar zwei. Einer führt nach Elysium und von da aus weiter nach Utopia. Der andere Weg endet hier auf Deponia, wenn wir ihn denn überleben. Ich habe mich entschieden, Rufus. Jetzt bist du an der Reihe. Dann lass uns zusammen Deponia retten. Ich habe es dir doch erklärt. Deponia zu retten wäre das Aus für Elysium. Es würde als weiterer Müllberg auf dieser Müllhalde von Planet enden. Aber ich kann so nicht leben. Wer könnte das besser verstehen als du, Rufus? Es muss doch eine Möglichkeit geben, beides zu vereinen. Vertrau mir, ich krieg das hin. So wie du mich auch wieder hingekriegt hast? Ich will doch nur eine zweite Chance. Du hattest deine Chance, Rufus. Deponia hatte seine Chance. Manchmal sind die Dinge so kaputt, dass sie sich nicht mehr reparieren lassen. Behalt ruhig die anderen zwei Datasetten. Da sind nur Zweifel und naive Ideale drauf. Wo ich jetzt hingehe, kann ich die nicht gebrauchen. Ich muss mich beeilen. Donners Tauchboot wartet. Wenn ich bis übermorgen nicht mit Cletus in Porta Fisco bin, wird es zu spät sein. Viel Glück, Rufus. Aber... Was für eine Frau. Spinnst du? Sie wird uns alle umbringen. Ich finde sie lässig. Vor allem ist sie scheinbar der Teil, der die Aufstiegscodes kennt. Wir müssen sie aufhalten. Aber wir sind eingesperrt. Binde mich erst einmal los, dann fällt uns bestimmt etwas ein. Es gibt immer einen Ausweg. Das musst du mir nicht sagen. Oh, grausames Karma, so nah am Ziel war Madame wiedermals Zweifeln zum Opfer gefallen. Und sie ließ Rufus mit Frust und zwei Drittel ihres Bewusstseins alleine und suchte nach seinem Rivalen. Aber wenn ihr jetzt echt glaubt, dass das Rufus schwächt, ja, dann könnt ihr ihn schlecht, denn ein echter Hero kommt erst dann akkurat in Fahrt. Nein, nein, aber get on da! Schon allein wegen, weil muss ja und so. Hossa, weil muss ja und so. Bist du ja bereit zur Jagd? Janosch, wir haben wirklich nicht viel Platz auf dem Kutter und... Ja, es ist wirklich schade, dass ich nicht mitkommen kann. Ich würde auch gern an vorderster Front kämpfen. Scheide an Scheide, wie früher. Weißt du noch? Früher? Naja, wohin? Aber leider ist das unmöglich. Ich habe meine eigene Mission. Und die geht unbedingt vor. Unsere Organisation ist einfach noch nicht groß genug, um es mit dem Organon aufzunehmen. Meinst du? Darum werde ich ebenfalls nach Porta Fisco reisen. Ich stehe dort mit einer Gruppe in Verbindung, die sich auch dem Kampf gegen die Unterdrückung verschrieben hat. Die Basage ist bereits gebucht. Wir werden die Widerstandszelle Nord errichten. Direkt unter der Nase des Organon. Was sagst du dazu? Viel Glück. Danke.
Eine Bitte hätte ich in diesem Zusammenhang noch an dich. Wenn du in Porta Fisco bist, solltest du unbedingt bei uns vorbeikommen. Die Leute werden mit Sicherheit den geistigen Schöpfer der Unternehmung kennenlernen wollen. Mal sehen. Hier, das wirst du brauchen. Was ist das? Wir haben ein neues Klopfzeichen vereinbart. Das alte war ja auch Mist. Du sagst es. Niemand konnte sich richtig merken. Tja, du, Janosch, ich muss jetzt wirklich. Ich weiß, du musst los. Das Abenteuer ruft. Genau. Es ruft halt endlich die Backen, du Torfkopf. Na endlich, wo bleibst du denn? So holen wir das Tauchboot niemals ein. Ist nicht meine Schuld. Ich wurde von einem Stadtstreicher belästigt. Wo soll's überhaupt hingehen? Donner, ich sagte etwas von Porta Fisco. Also sollten wir dahin. Ich denke, wir sollten erst einmal die Peilung vom Tauchboot aufnehmen. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es einen Funkmast auf Isla Obacht. Vielleicht kann ich den Sender so manipulieren, dass unser Sonar die Signatur des Tauchboots erkennt. Und bis dahin ist Donner über alle Berge. Nein, danke. Ich sage Isla Obacht. Bozo ist der Kapitän. Und er ist auch für Fisco, nicht wahr? Also, meinetwegen können wir auch zur Polkappe fahren. Hauptsache, ihr einigt euch langsam mal. Genug. Ich entscheide, wo es lang geht. Rufus, das ist nicht die Navigation. Das ist mein Ohrhaarentferner. So, schauen wir mal. Kussa, weil muss ja und so. Schön. Da ist ja schon der Schwarzmarkt. Paula Fisco. Ja, dann würden wir sagen, wir gehen zum ersten Fragezeichen. Mal schauen, was uns da erwartet. Am Nordpol. Wie jetzt? Das soll der Pol sein? Da tut Lonzo ja mehr Eis in die Drinks, wenn er Alkohol sparen will. Was für eine Enttäuschung. Sollte mir ein bisschen davon mitnehmen. Vielleicht bekomme ich später noch die Gelegenheit, Amtmann Argus einzuseifen. Eben. Wasserhahn. Kronenschild. Polarstern. Klingel. So eine Fackel könnte ich gut gebrauchen. Aber um da ranzukommen, bräuchte ich irgendwas, um das Eis zu schmelzen. So eine Art, weiß auch nicht, transportables Feuer. Mist. Nee, transportables Feuer haben wir nicht. Wir haben Klopfzeichenkette, Eis und Schlauch. Mist, der Knopf ist eingefroren. Kein Wunder, dass der Pizzabote nicht aufgetaucht ist. Okay, hier können wir erstmal noch nichts machen. Gehen wir zum nächsten Ort. So. Ein Mistwetter. Wir sollten zusehen, dass wir hier so schnell wie möglich fertig werden. Die Kruste auf meinem Mantel beginnt sich schon aufzulösen. Hier gibt's einen Tank für Dieselöl. Autsch! Solange der Generator läuft, ist er zu heiß, um daran rumzubasteln. Ich muss ihn irgendwie außer Gefecht setzen. Die würden nur schmelzen. Ich frage mich eh, warum die so lange halten. Damit sollte ich mir etwas vom Diesel abzapfen können. Autsch! Solange der Generator läuft, ist er zu heiß, um daran rumzubasteln. Ich muss ihn irgendwie außer Gefecht setzen. Oder Auspuff Schnee rein. Die würden nur schmelzen. Ich frage mich eh, warum die so lange halten. Okay. Ah, nee. Dann warte ich erstmal, dann gucken wir mal schneller rauf. Aus dem
Kran kommt nur öliges Wasser. Na super. Dann wollen wir mal. Oder auch nicht. Aua. Das wird nix. Dann gehen wir doch erstmal nach Bruder Pisto. Herzlich willkommen, Porta Fisco. Das ist also Porta Fisco, die einstige Metropole am Rostroten Meer. Ein ganz schöner Drecksladen, selbst für Deponia-Maßstäbe. Und was stinkt hier nur so furchtbar? Das wüsste ich auch gern. So, brenn das Fass. Die würden nur schmelzen. Ich frage mich eh, warum die so lange halten. Stromumkehrer. Stromumkehrer sind immer gut. Diese Reifen sind kaputt und langweilig. Wenn sie wenigstens brennen würden. Was soll man machen? Der Organon hat offenbar die ganze Stadt abgeriegelt. Ich würde das ja als Herausforderung werten. Leider habe ich im Moment andere Sorgen. Glück gehabt, Organon. Okay, ja. Also die können wir auch erstmal nichts machen. Cool. Na. Naja. Ich glaube, wir springen erstmal mit Huhn. Hey da, sozial benachteiligter Zeitgenosse. Muss das sein? Wieso? Ist das nicht der politisch korrekte Terminus? Ich habe extra nicht ranziger Penner gesagt, obwohl sich das ziemlich aufgedrängt hat. Mein Name ist Goon. Und wenn du dich über Obdachlose lustig machen willst, dann bist du ja an der falschen Adresse. Keine Sorge, ich bin ein Freund des kleinen Mannes. Des kleinen Mannes? Ja. Sein Name ist Wenzel. Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Ach, das hätte ich ja fast vergessen. Das niedere Volk versteht ja die Sprache der Bildungselite nicht. Zum Glück bin ich geübt im Ghetto-Slang. Och nee, ach bitte mach das nicht. Hey ho, Digga, was geht ab in der Hood? Och, lass das bitte, ja? Ich habe nicht immer auf der Straße gelebt. Ich bin Akademiker. Ah, jetzt verstehe ich. Das hier ist so eine Art soziales Experiment, richtig? Du tarnst dich als Tippelbruder, um die Gebräuche der Tramps zu studieren. Genau. Sehr clever. Fast wäre ich drauf reingefallen, aber nur fast. Zugegeben, dein Gestank ist authentisch. Aber was dein Benehmen betrifft, da gibt's noch viel nachzubessern. Ich kenne mich gut aus mit den Gepflogenheiten. Ich kann dir einiges beibringen, wenn du mir im Gegenzug ein paar Fragen beantwortest. Aber. Keine Widerworte. Ich bestehe darauf. Komisch. Woher kommt mir dieser Sprecher bekannt vor? Ja, ich weiß nicht, aber irgendwie passt der in das Spiel. Weil, ich weiß nicht, was der in seinem Real Life macht, aber garantiert nicht viel sprechen. Nee, Jungs, das war ein Scherz. Ich weiß nicht, wer das ist. Soll auch jeder von euch wissen. Obwohl ihr gut meinen Scheiß, dann wüsst ihr das wahrscheinlich nicht. Ist ja auch egal. Ja. Gut, dann fragen wir mal den lieben Goon, glaube ich heißen. Ja, der sieht nämlich sehr hungrig aus. Du siehst hungrig aus. Ah, bin ich auch.
Ich ernähre mich seit Monaten von Algen, die an der Kaimauer wachsen. Davon blutet zwar mein Zahnfleisch, aber was soll ich denn machen? Ja. Ich sehe, du bemühst dich. Aber nur weil es erbärmlich ist, ist es nicht gleich Penner-Style. Also, was essen Penner? Was auch immer sie finden, wie ich fürchte. Falsch. Ich habe letzte Woche sogar den Wundschorf von einem weggeworfenen Pflaster abgeknabbert. Ich sagte falsch. Penner essen Schuhe. Was? Na, Schuhe, das weiß doch jeder. Anfänger. Ist das da dein Schirm? Hey, Finger weg. Er ist das Einzige, was ich noch habe. Das Wetter hier am Kai kann manchmal ganz schön unbarmherzig sein. Keine Bange, ich nehme ihn dir schon nicht weg. Ich nehme nur ein paar Modifikationen vor. Er sieht einfach noch zu neu aus. Findest du? Dabei ist bei dem Gewitter neulich der Blitz eingeschlagen. So, das sollte reichen. Aber so schützt er mich doch gar nicht mehr vor dem Regen. Jetzt sei mal nicht so undankbar. Ich helfe dir nur, in deiner Rolle zu bleiben. Könnte ich mir den Schirm mal ausleihen? Spinnst du? Also erst machst du ihn kaputt und jetzt willst du ihn mir ganz wegnehmen. Wenn er kaputt ist, wozu brauchst du ihn dann noch? Als Requisit für meine Rolle. Okay. Wie wäre es mit einem Deal? Ich besorge dir etwas zu essen und du gibst mir den Schirm. Einverstanden? Das würdest du wirklich tun? Na klar. Ich hab dir doch gesagt, dass ich ein Menschenfreund bin. Oh, okay. Was stinkt denn hier so? Wie unsensibel von mir. Das bist ja du. Findest du nicht, dass du ein wenig übertreibst? Sehr witzig. Du durftest auch nicht gerade nach Orchideen. Hey, schön in der Rolle bleiben, ja? Ein Penner wie du weiß doch gar nicht, was Orchidaleen sind. Also, halt den Ball flach, okay? Wir könnten ein bisschen Freestylen üben. Als Bewohner des Ghettos musst du nur ein Instrument beherrschen. Die Beatbox. Beatbox? Es ist ganz einfach. So. Und jetzt du. Rufus hat den Groove. Rufus hat den Groove, yeah. Der ist cool, beliebt und lässig, wer kickt ass erfahrungsmäßig. Seine Pläne immer episch, nicht kopierbar, weil genetisch. Er ist Rufus. Yeah, yeah, Rufus. Wer ist geiler, weil er steiler geht und Salz bringt wie ein Eiberkeet? Wer kommt krass und ganz weit rum? Wer ist bald auf Elysium? Rufus. Yeah, yeah. Rufus. Hey, hey, hey! Was, wie? Was soll das denn werden? Ja, ich dachte, ich baue mal einen Break ein. Das ist nicht denken, das ist sich in den Vordergrund spielen. Ach, scheinbar hat es überhaupt keinen Sinn, dir Freestylen beibringen zu wollen. Dabei war der Song so gut, Penner. Hast du zufällig ein Tauchboot hier vorbeikommen sehen? Nein. Tut mir leid. Ich habe die Schnorchelausrüstung wohl in meiner Winterresidenz gelassen. Zu schade. Du hast gar keine Winterresidenz. Das war Sarkasmus. Du bist wohl ein Blitzmerker. Okay, nie wieder Sarkasmus. Penner benutzen nämlich keinen Sarkasmus. Kannst du mir etwas über Porta Fisco erzählen? Klar. Was möchtest du wissen? Ist Porta Fisco nicht auch eine Niederlassung des Organon? Es ist sogar die zentrale Hauptverwaltung. Ulysses hat sein Büro direkt am Aufstiegssoll der oberen Aufstiegsstation. Seit jeher gehörte es zu den Aufgaben des Organon, den Pronianern von den Hochbooten fernzuhalten. Nun ist nur noch eines übrig. Und man munkelt, es würde den Planeten schon sehr bald verlassen. Wer weiß. Vielleicht verschwindet dann auch endlich der Organon aus Porta Fisco. Dann würde ganz Porta Fisco einen Luftsprung machen. Ja. Mehr als du denkst. Bitte was? Beim Gähnen verrenkt. So langweilig fand ich die Geschichte jetzt gar nicht. Wer wohnt in dem Zelt? Oh, das ist das Zelt des Seers. Ein erstaunlicher Kerl. Man sagt, er kann die Zukunft voraussagen. Die Kurse von Grundstückswerten am Immobilienmarkt kennt er schon mal nicht. Früher einmal war er ein reicher Mann.
Es hieß, er könne sogar Lottozahlen voraussagen. Aber sein Geschäft läuft wohl nicht mehr so gut. Darum hat er auf Partnerberatung umgesattelt. Er gibt Beziehungstipps? Ja, warum nicht? Er hat die idealen Voraussetzungen dafür. Ein abgeschlossenes Psychologie... Eine Glaskugel. Wie komme ich zur oberen Aufstiegsstation? Gar nicht. Der Organon hat alle Wege zum Aufstiegszoll abgeriegelt. Weißt du, wo ich den geheimen Unterschlupf der Rebellen finde? Na klar, der Eingang ist direkt hier in der Kanalisation. Ich meinte den geheimen Unterschlupf. Ich kenne nur den hier. Lass uns das Thema wechseln. Dieser Ort deprimiert mich irgendwie. Ja, das kann ich gut verstehen. Mich deprimiert Porta Fisco schon mein ganzes Leben lang. Ja, aber du bist nicht so wichtig. Darum ist es bei dir weniger schlimm. Ich riech dich später. Denk dran, was ich dir beigebracht habe. Logen, Digger. Okay. Noch ein Tipp. Niemand mag Klugscheißer. So. Genug mit Kong, Goon unterhalten. So, eine Hörschuhklappe. Okay. Passt. Der Tank ist leer, mein Freund. Ja? Ich bin's, Rufus. Bist du nicht. Wenn du Rufus wärst, wüsstest du das geheime Klopfzeichen. Weiß ich ja auch. Und es beginnt mit einem D, richtig? Ha, viel Glück. Mal kurz auf meinen Zettel schauen. Plus, minus, plus? Was soll das denn schon wieder? Ich kann zwar dramatische Vorzeichen klopfen, aber mathematische... Plus, minus, plus. Plus, minus, plus. Keine Ahnung. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Was soll ein Plus, Minus, Plus heißen? Falsch. Aber... Falsch! Verdammt! Okay, dreimal anscheinend gepasst für Plus. Bis minus zweimal. Eins, zwei. Falsch! Aber... Falsch! Verdammt! So, 3 abziehen. Oder ist es wieder plus? Machen wir 5 mal. 2, 3, 4, 5. Falsch.
Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Machen wir mal initial 3. Damit wir einfach genug Vorsprung haben. Wenn er wieder 3 abziehen will oder so. So, dann machen wir 4. 4. Was? War es 3 mal? Jetzt wieder 4. 1, 2, 3, 4. Falsch. Aber wie falsch? Verdammt. Das gibt's ja nicht. Machen wir nochmal. 1, 2, 3. So, plus. Dann ist nicht mehr. So, 1, 2, 3, 4. So, 1. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hey, das war ja tatsächlich richtig. Nein, natürlich war das richtig, du Morschbirne. Rufus, bist du das etwa? Was machst du denn da draußen? Tja, wenn ich das wüsste. Vielleicht klopfe ich einfach gerne. Komm rein, Janosch wartet auf dich. So, was geschafft.